Jojo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Was ist das denn für eine Musik? Okay, habe ich auch runtergeladen unter dem Stichwort Country Music. Okay. Ah, lass ich gelten. Aha, okay, das hört sich doch schon viel besser an. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit hinten den hinteren Bereich unseres Saloons fertig gebaut. Das heißt, ich habe hier die Hölzer noch alle aufgestellt. Ich habe die Fenster reingezogen. Allerdings ist natürlich noch kein Glas drin. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das machen soll. Wobei, aus Sicherheitsgründen wäre das jetzt vielleicht nicht schlecht, ha? Wasserloch, Bäume, auch ein paar Bäume, die dazugekommen sind und da hinten sind noch die anderen Bäume. Was war das jetzt, was da irgendwie zwischen den Bäumen entlang geflogen ist? War das ein Grafikfehler? Ich habe nämlich die Shader auch wieder angemacht. Das sah ja merkwürdig aus. Ich habe fast Angst, darüber zu gehen. Und ich habe das Ganze natürlich auch mal ein bisschen ausgeleuchtet. Vielleicht war es... Was war das da? Da in dem einen Baum, was war das? Ist das irgendwie ein Grafikfehler? Oh Gott, da oben in den Wolken sehe ich das manchmal auch. Ich glaube, ich mache Wolken aus. Das sieht total bescheuert aus, oder? Oder ist es dann nicht mehr diesig? Ich meine, diesig passt natürlich total zu Country und Western und so, ne? Zum wilden Westen. Da sind auch schon mal diesig. Aber ich gucke mal kurz eben, wie ich das mit den Wolken ausstellen kann. Wartet mal, Grafikeinstellungen. Vielleicht Details. Wolken. Schnell, schön, aus. Jo, aus. Aus hört sich gut an. Ah, okay. Ja, ich habe ja immer noch Wolken. Das Texturenpaket gibt ja auch Wolken her. Dann habe ich halt keine Blockwolken. Ey, Wolken. Weg mit euch. Ich habe da hinten schon wieder so einen Grafikfehler gesehen. Woher kommt denn das? Naja. Eine der nächsten Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall noch tun will, ist, ich will hier mein Bett abbauen. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Und die Sachen jetzt ins Haus verlegen. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. So, Spitzhacke. Klick und Klick. Und die Truhe hole ich gleich. Und dann schaue ich mal. Ich muss, glaube ich, wieder runter. Ich habe ja unten noch was von dem orangefarbenen Sand. Sodass ich mir hier mein Quartier einrichte. Es ist einfach sicherer. So, machen wir das hier. Zack und gleich daneben. Und einen warmen Ofen. Sehr schön. Das da rein. Und dann holen wir jetzt erstmal Zeug ab. Es ist so diesig, dass ich nicht erkennen kann, wie spät es wohl ist. Das ist blöd. Ah, schlecht. Oh je. Ich werde hier gleich einige Sachen wahrscheinlich genau gar nicht mit aufsammeln können. Ich habe es gewusst. Jetzt müssen wir uns beeilen. Nicht, dass das Eisen verschwindet. Ich habe gesehen, da liegt Eisen. Oh, habe ich überhaupt die Kiste aufgesammelt? Natürlich habe ich die Kiste nicht aufgesammelt. Und ich habe auch nicht genug Holz dabei, um mir jetzt mal eben schnell einen zu machen. Na, das gibt's doch nicht. Okay, dann machen wir es so. Wir schmeißen die Sachen hier so raus, in der Hoffnung, dass wir nichts davon aufsammeln. Ah, jetzt sind die Sachen ja einmal aktiviert worden. So, bevor ich hier die Sachen wieder aufsammle. Und den Rest jetzt hier einziehen. Das ist super. Ist jetzt die Kiste wenigstens dabei? Ja, die Kiste ist dabei. Perfekt. Ach, so schnell despawnen die Sachen auch nicht, oder? So, also dahin und jetzt alles hier reinräumen, was ich jetzt hier aufnehme. So, so, so. Zumindest für den Anfang. Sand war da nämlich nicht bei, ne? Oh, genau das wichtige Eisen habe ich nicht mitgenommen, ich Depp. Okay, das war's schon. Sehr gut. Vielleicht mache ich mir noch mehr Kisten. Aber erstmal rein damit. Da. Und Boote natürlich, die brauche ich gar nicht. Das Eisen sollte erstmal weg. Die Dinger brauche ich jetzt gerade aktuell auch nicht. Und dann machen wir uns erstmal noch eine Kiste. Dann haben wir wenigstens schon mal doppelt so viel Platz. Sehr gut. Genau, die Sachen auch alle da rein. Und die Äpfelchen. So, den Rest brauchen wir ja. Ja, prima. Also da ist es irgendwie am hellsten. Ich gehe mal davon aus, dass es Mittagszeit ist.
Und ja, wie ihr schon sagtet, irgendwie ist nicht viel passiert beim letzten Mal, aber es war trotzdem, glaube ich, ganz nicht ganz uninteressant. Sagen wir mal, es war nicht ganz uninteressant. So, da unten müssten unsere anderen Kisten sein und hier ist auch jede Menge Sand. Also notfalls muss ich mir den Sand hier neu schürfen. Was ist das hier? Also das sah aus, als wäre da gerade eine Ratte oder irgendwas in der Art gewesen. Ich weiß nicht, was es hier aktuell für merkwürdige Grafikbugs sind. Da, guck mal, roter Sand. Den kann ich auch wunderbar einschmelzen. Passt alles rein? Oh, es passt alles rein. Oh, es passt alles rein. Und ich kann sogar die Kisten mitnehmen. Die haben auch noch Platz. Wow, großartig. Oh, das ist ja schön. Na gut, dann machen wir das jetzt so. Kommen wir hier langsam wieder nach oben. Prima. Alles ist ausgeleuchtet. Ich habe halt den Weg hier bis hin, also eigentlich von meinem Bett, was jetzt eigentlich unnötig geworden ist, aber den Weg vom Bett hin zum Saloon, und zwar so rechts und links, so ganz schön breit. Könnte man ja auch erstmal so als Straße stehen lassen. Und dann habe ich jeweils mein Fichtenwäldchen eingekreist und dann habe ich auch hier vorne den Bereich, wo ich immer meine Eichen schlage, den habe ich auch eingekreist. Na gut, dann können wir jetzt einmal Glas herstellen, würde ich sagen. Gut, wir haben ja jetzt noch zwei. Dann würde ich sagen, packen wir hier unter dieses Fenster die Kisten für den anderen Kram. Für den Sand zum Beispiel. Und für den Ton. Dann kann ich nämlich hier Ton und Sand noch rausnehmen. Das war weiße Wolle und das ist gebrannter Ton. Gut, zack und zack. Sehr schön, jetzt ist aufgeräumt. Ach ja, roter gebrannter Ton, stimmt, stimmt. Der sieht ja jetzt hier in diesem Texturenpaket wieder aus wie Holz, ne? Wie unser, na wie heißt es noch? Akazienholz ist es, glaube ich, ne? Was so aussieht, was so rot ist und was dann auch so in diesem Texturenpaket zumindest in so Würfelform geschnitten ist. Gut, den Rest können wir erstmal hier lassen, wobei ich hier Holz nochmal runterziehe. Das brauche ich sicherlich öfter mal. Der Rohstoff. So. Die Treppen natürlich auch noch. Und den Rest nicht. Er wolle vielleicht noch. Wir können vielleicht noch mal ein neues Bett machen. So, dann kommen hier unsere Boote hin. Dann kommt hier noch das hin. Das brauchen wir auch öfter mal. Hier der ganze Monsterloot. Sehr schön. Und hier haben wir schon mal Sachen für den Saloon. Gut, Spinnenaugen noch. Okay, das ist aufgeräumt, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Wobei wir dann hier natürlich auch farblich noch sortieren könnten. Gelben Ton, weißen Ton, normalen Ton und roten Ton. Der ist alles orange gebrannter Ton. Packen wir den mal hier hin. Und das ist jetzt wirklich alles Sand, ne? Ja, das ist wirklich alles Sand. So, machen wir das so. Sehr schön aufgeräumt. Und jetzt muss ich nur noch Glasscheiben machen. 32 Stück. Ich glaube nicht, dass die reichen, aber man wird sehen. Gut, und hier habe ich jetzt natürlich überhaupt gar keine Probleme, ne? Hier ist so viel Sand. Angrenzend ist eine Wüste. Wir können aus dem roten Sand Scheiben machen. Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist, wir haben natürlich kein Dach. Gut, das kommt als nächstes jetzt. Ich schlaf mal. Und unsere Tür soll ja eigentlich keine verschließbare Tür werden, sondern eher so eine Saloontür halt. So, mal gucken, ob da jetzt irgendwo jemand schon gespawnt ist. Ich sehe nichts. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal die Saloontür. Dafür brauche ich einmal... Ach, Schwarzeiche hatte ich ja irgendwo mitgenommen. Stimmt ja. Das ist ja ein ganz anderes Holz hier noch. Ah. Gut, dann nehmen wir das hier. Den packen wir hier so mal in die Mitte. Und dann gibt es rechts und links jetzt noch eine Schwingtür. So, wie war die denn nochmal herzustellen? Moment.
Es ist wieder das Lied, ich muss es rausschmeißen. Ich muss mir jetzt sofort, genau, sofort aufschreiben, wie dieses blöde Lied heißt. Crying in my beer heißt das Lied, ja. Das müssen wir rausschmeißen. Das ist blöd. Moment, einen weiter bitte. So. Das ist schrecklich. Gut. Eine Schwingtür. Ich denke, man macht sie so. Ja, sehr gut. Zwei Stück. Eine hier und eine hier. Ja, 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 ja. Das ist auf jeden Fall saloonmäßig. Blöderweise kann man jetzt hier hoch. Und wenn ich hier zwei übereinander mache, weil hier kann man halt drüber springen. Das ist halt doof. Wo könnte man denn nicht drüber springen? Also hier kann man nicht drüber springen. Wo man nicht drüber springen könnte, ist, wenn das hier ein Zaunelement wäre. Da ginge nicht drüber zu springen. Gut, Spinnen können da so oder so drüber, das ist klar. Das kann ich auch nicht verhindern. Oh Gott, der Saloon wird hinterher voller Spinnen mit Cowboyhüten und Halstüchern sein. Oh mein Gott, eigentlich sieht das auch süß aus, die Vorstellung. Die sitzen dann hier an den Tischen und spielen mit 8 Armen Poker. Wie süß. Wie niedlich. So, okay. Es ginge sonst noch ein... Aber das sieht blöd aus. Über einen Amboss könnte man auch drüber springen. Was halt noch ganz schick vielleicht aussehe, aber farblich überhaupt nicht passen würde, wäre, wenn ich hier ein Steinzaunelement hinpacken würde. Und mit meinem Glück... Ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich verbindet sich das dann nicht miteinander, ne? Dann kann ich jetzt höchstens noch den Stab nach oben hochziehen. Moment. Ich könnte es jetzt natürlich noch so machen. Dann gäbe es eine Eingangsschwingtür und eine Ausgangsschwingtür. Nee, sieht auch nicht toll aus. Keine Idee gerade. Aber naja, lassen wir es erstmal so. Naja, dann können halt Viecher reinkommen. Ich versuche ja auch einfach aufzupassen, dass die Nacht eben letztendlich verschlafen wird. Gut, dann kommen wir jetzt einfach zum oberen Stockwerk. Ich habe jetzt noch ein bisschen was an Material. Das heißt, ich brauche nicht sofort hier wieder alles neu machen. Aber ich brauche erstmal Erde, um eine Treppe raufzukommen. So, das machen wir einfach hier. Gut, ich möchte... Mache ich hier ein Dach? Nee, ich möchte, dass oben auch ein Balkon ist. Das heißt, erstmal wieder hier ganz normal die Eichenbretter ziehen, ne? Huch. Komm her, mein Freund. Fangen wir erstmal hier an. Ich habe davon jedenfalls noch eine ganze Menge. Ich habe nur jetzt nicht genug mitgenommen, ich Depp. Ja, und hinterher kann man dann immer noch Hand anlegen und es irgendwie schön machen. Ich hab's gewusst. Es kam schneller als gedacht. So, dann brauchen wir doch noch einen mehr, weil es dann da gleich eine ganze Stufe höher geht. Jeha! Genau, das ist doch richtige Musik für den Bau eines Saloons. Das ist vor allen Dingen so Musik, die irgendwie so einen Progress suggeriert, ne? Das ist so eine Musik, wie sie in Filmen vorkommt, wenn sich eine tapfere Farmerfamilie entschieden hat, sich durchzubeißen. Ja, und der Vater ist auf dem Vordach und schwingt den Hammer, während die Mutter den Kaffee vorbeibringt und die kleine Tochter den Hanf nässt. Oh ja, die Burschen sind auf dem Feld und graben Steine aus, ja, das tun sie. Und ganz am Ende ist die glückliche Familie beisammen. Aha. Ups, Ende. Gelände. Ich muss gleich wieder was... Scheiße. Aua, ich weiß ja. Aber das können wir ja von hier unten auch machen.
Dann machen wir erstmal nur die eine Hälfte hier. Hauptsache Vordach steht schon mal. Oh, da kriegt man ja hier einen Nackenkrampf, ehrlich, wenn man immer so nach oben guckt, ne? Ist ja schrecklich. Oh, vor allen Dingen ist es jetzt hier gleich dunkel drin. Huch, da muss ich aufpassen, dass hier nicht hier drin noch irgendein Kröpfzeug spawnt. Oh, okay, da habe ich ja jetzt noch gar nicht dran gedacht. Huiuiuiui, wie gut, dass ich meine Fackel in der Hand habe. So, da können wir gleich mal hier so innerhalb ein bisschen Ausleuchtung betreiben. Hey, gut, ich weiß jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hello, es ist ein doch ein relativ großes Gebäude, ne? Also kannst du halt nicht unterschätzen, ne? Was hier an Dunkelheit jetzt hier gleich entsteht, ne? Jo, 11 habe ich noch. Ah, genau, da muss ich dann offen lassen gleich. Und ich glaube, das war's. Yep, das war's. Das war's tatsächlich. Und ich habe hier nur Fichtenholz. Ja, schau mal an. Da brauche ich jetzt doch wieder was komplett Neues. Und das ist ja braun gebrannter Ton. Den habe ich ja total vergessen. So, okay. Nee, der muss woanders hin. Wir packen den hier unten hin. Ich denke, diese Tonsorten hier kommen nicht so oft vor. Deswegen werden die hier so einsortiert. Dann kann sich hier der rote Sand, wenn wir ihn schürfen, auch ordentlich einsortieren. Selbstständig oben. Gut. Ja, ich brauche also wieder Holz. Gut, dass wir nur genug Holz vor der Hütten haben. Und ich brauche das Holz ja... Ah nee, das Holz brauche ich nicht dafür. Das Fichtenholz habe ich benutzt für die Begrenzung außen. Schade, dass man nicht jedes Holz dazu bringen kann, so schön nach oben zu wachsen, wie Dschungelbaumholz und Fichtenholz. Ach so, ja, Schwarzeiche wächst ja auch so nach oben und hat nicht besonders viele Ausreißer. Das ist eigentlich auch vorteilhaft. Aber die wachsen halt nicht so hoch. Das sind so abgebrochene Zwerge, ne? Da kommt halt leider dann doch nicht so viel bei rum wie bei den anderen Hölzern. Aber der ist nicht so ein ausladender Baum, ne? Komm, sei brav. Er ist ein ausladender Baum, aber ich hoffe mal nicht ganz so ausladend wie das Ungetüm, was ich vorher hier auseinandernehmen musste. Okay, da ist was drin. Wie auch immer es da hingekommen ist. Es hatte keinerlei Verbindung zum Hauptstamm. Da frage ich mich echt immer, wie soll das denn bitte schön gehen, ja? Ah, da lichtet es sich schon. Mit ein bisschen Glück ist jetzt hier nichts mehr drin. Doch, da noch. Aha. Oh, haben wir hier eine Biomgrenze? Ach so, es sieht nur wegen des Feuers so aus. Ich dachte gerade schon, von der einen Seite sah das Laub grün aus und von der anderen Seite aus gelb. Das ist ja merkwürdig. Äpfel! Irgendwie kommen hier aber vermehrt Äpfel runter, kann das sein? Wow, da ist noch ein Apfel. In der Mesa fallen mehr Äpfel, ha? Ja, okay, kann man machen. Kann man machen, kein Problem. So, und da oben ist nichts mehr, oder? Nee, sieht nicht so aus. So, komm mal runter. Ich muss da nämlich auch bald wieder neu pflanzen. Fichten haben wir noch ein bisschen. Und die können wir schon mal auseinandernehmen. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn er fertig ist, der Saloon. Ich glaube, dass der wirklich niedlich aussehen wird. So, ab zurück in die nächste Bauphase. Das ist die Bauphase, wo Vater sich zwar in den Daumen gehackt hat und dabei den Zeigefinger abgesäbelt hat. Habt ihr gesehen, wie das geht? aber... er trägt jetzt den Arm einfach hinterm Kopf um die Schlinge, in der Schlinge. Und sein Sohn hilft ihm. Ja, genau, so ist das. Ich denke mal, so ist okay. Müssen da ja noch... Scheiße, jetzt kann ja hier oben drauf alles Mögliche spawnen. Schlecht. Und es ist auch noch dunkel. schlecht. Ich gehe mal schlafen. Hui! Oh, genau im richtigen Moment gedrückt. Es wäre noch nie passiert.
Oh mein Gott, das ist mir ja noch nie passiert. Wie krass ist das denn? Ich habe den Fallschaden gekriegt, nachdem ich aufgestanden bin. Cool, das ist cool. Na, und ihr da draußen? Ja, da lache ich aber mit der langen Nase. So. Gleich haben wir's. Ich glaube, das reicht sogar an Holz, oder? 64 und 4. Auf die Fläche, die jetzt hier noch fehlt, das müsste sich aber ausgehen. Ach so, ah verdammt, das ist nur der Fußboden. Okay, ich brauche dann doch noch ein bisschen mehr. Ich brauche noch mehr. Dann müssen wir jetzt auch noch an den Restwald rangehen. Entweder da oder da. Ich brauche ja auch hinterher wieder Holz für hier oben. Für die Wände und für das dann darauf befindliche Dächlein. Ach ja, da habe ich nicht dran gedacht. Naja, gut. Dann schnappen wir uns jetzt erst einmal nochmal ein paar Eichensetzlinge. Genau. Und pflanzen die erstmal wieder dahin. Aber hier das Fichtenholz können wir ja gleich schon mal wieder hinsetzen. Ne? Oder werden wir jetzt erstmal wieder was schürfen? Oh, erstmal einsammeln. Punkt 1, einsammeln. Sehr gut. Punkt 2, nachpflanzen. Die Sonne steht hier jetzt aktuell ganz gut, ne? So, das steht schon ziemlich dicht, das gebe ich zu. Dann setzen wir erstmal die Fichten oben drauf. Und gucken, ob wir überhaupt noch Fichten brauchen. An welcher Stelle baue ich denn später die Treppe hin? Das ist mal eine gute Frage, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier 4 hoch mache oder 3 hoch. Wie viel habe ich denn unten gemacht? Ich guck mal kurz. Ich glaube, ich habe 4 hoch gemacht, ne? 1, 2, 3, 4. Und dann kam das Dach oben drauf. Okay. Und hier waren immer 3, richtig? Yep, 3 frei. Das muss auch so bleiben, denn irgendwie waren die Saloons... 2, 3, flupp. 1, 2, 3, flupp. Ziemlich rechteckig, das muss man sagen. Halt auch ziemlich einfach gehalten.